Wir bekommen wirklich ein SpongeBob-Update in Brawl Stars, und zwar SpongeBob Power-Ups. Wir haben ein krasses Intro mit neuen Infos und vielem, vielem mehr im heutigen Video. Viel Spaß! Creator Code? Jo Jonas. Und damit starten wir rein mit einer sehr krassen Info. Und zwar gibt es schon ein komplettes Bild vom neuen Brawler Mo. Der wurde ja gestern im App Store schon von Brawl Stars geleakt. Das heißt, dieser Brawler wird auf jeden Fall rauskommen. Und hier sehen wir das komplette Bild. Das habe ich gestern gar nicht gesehen. Das heißt, wir sehen, unten ist wirklich so ein Bohrer unter einem Hamsterrad angebracht. Wie geil sieht das denn bitte aus? Er wird sich halt im Hamsterrad fortbewegen, kann sich unter die Erde bohren und oben wieder auftauchen und wird dann die Gegner wegstoßen. So soll das Ganze funktionieren. Sehr krasses Konzept. Bin ich sehr gespannt drauf. Der andere Punkt ist direkt die Seltenheit. Legendär wäre natürlich die absolut schlechteste Option. So, ich habe hier schon mal alle Farben designen lassen. Wir sehen hier episch, würde dann so aussehen. Episch oder mythisch wäre natürlich auch eine sehr gute Option. Gerade in Verbindung mit dem Early Access Paket. Der Brawler wird sehr wahrscheinlich am Donnerstag, den 29. August, dann schon im Early Access rauskommen. Davon ist zumindest auszugehen, weil die Brawler immer, ja, donnerstags die Woche vorher vor der neuen Season rauskommen. Episch, mythisch wäre natürlich am besten. Vor allem episch wäre sehr gut. Was natürlich krass wäre, wäre, wenn der Brawler selten wird. Vor einiger Zeit hat Brawl Stars ja im Ladebildschirm ein Bild versteckt. Ne, wo Piper irgendwie so Piper mit lilanen Haaren abgebildet war. Ich denke deswegen eher nicht, dass es halt Mo sein wird. Aber es ist immer noch wahrscheinlich, dass wir halt in Zukunft einen seltenen Brawler bekommen. Aber ich denke halt nicht, dass es Mo sein wird, gerade auch, weil er im Early Access Paket kommt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie einen seltenen Brawler im Early Access Paket verkaufen. Das Ding wird ja wahrscheinlich dann nur 5 Euro oder 1 Euro kosten, weil ein seltener Brawler ja viel zu leicht zu ziehen ist. Also auf einen seltenen Brawler müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten, ist meine Vermutung zumindest. Wenn es überhaupt kommt, ich hoffe mal. Das Spannende ist, Supercell hat schon mal eine Karte veröffentlicht, die sich unter die Erde graben kann. Wir schauen uns das einmal hier an, und zwar der Tunnelgräber. Wir sehen hier unter der Erde, bohrt er sich durch und taucht dann eben auf und greift dann eben Gegner an. Das ist eben hier das Konzept der Karte, und ich denke, so wird dann auch eben der Brawler funktionieren. Man kann ihn nicht angreifen, während er unter der Erde ist übrigens, und er taucht dann eben überraschend auf und macht Schaden. Dazu noch ein krasser Hinweis, und zwar beim Megabox vs. Startups Event haben ja ganz viele von euch in die Kommentare geschrieben, dass wenn es 50-50 zwischen Megaboxen oder Startups steht, dass ihr beide Belohnungen bekommt. Also sowohl Megaboxen als auch Startups. Ich glaube, ja, wenn es so viele reingeschrieben hat, wird das auch offiziell von Supercell sein. Also sehr krass eigentlich. Offen ist auch immer noch, ob wir als zweites Thema dann auch wirklich das Mittelalter-Thema bekommen. Ne? Ich meine, Spawnflug haben wir als ein Thema. Wir kriegen ja sonst immer zwei Saison-Themen. Und natürlich auch, welche Hyper-Charters wir noch zu bekommen werden. Bisher wissen wir, wir haben Mortis und Poco. An der Stelle übrigens, wenn ihr keine weiteren Update-Videos verpassen wollt, lasst natürlich auch unbedingt ein Abo da. Und lasst auch gerne ein Like auf das Video, wenn es euch gefällt. Würde auch dem Kanal sehr helfen. Vielen Dank. Jetzt kommen wir aber wirklich zum Brawl Talk. Wir haben schon den Trailer, wir sehen SpongeBob Power-Ups in Brawl Stars. Was ist das denn? Wir kriegen wirklich Fähigkeiten wie beim Godzilla-Event, so wie es aussieht. Werden wir uns gleich nochmal genauer anschauen, was das heißen könnte. Wir schauen uns auch gleich das Thumbnail nochmal an, wir wollen jetzt aber erstmal den Trailer natürlich sehen. Auf geht's. Achso, ich mache Untertitel für euch natürlich extra an, ich weiß nicht. Ich mache jetzt, ich glaube, ich kann langsam auf Englisch, ja, automatisch anmachen. Versuchen wir es mal. So. I got the pineapple you wanted. Ananas. Not sure the pineapple's meant to go under the sea. Unter das Meer soll die gehen, die Ananas. You know you can still see you there, Marcio. Kann immer noch sehen. Anyways, we've got a Brawl Talk tomorrow. You don't want to miss it. So Brawl Talk morgen. Subscribe and put your notifications abonniert. On. See you tomorrow. Ist das geil. Also, ich meine, man kann ja gar nicht so viel jetzt hier analysieren, ne? Ich meine, er hat die Ananas in der Hand. Es geht offensichtlich um SpongeBob. Wir sehen doch schon den SpongeBob-Hintergrund. Und der Titel ist auch SpongeBob Power-Ups. Das Update kommt einfach. Ich weiß es nicht. Egal. Eine sehr wichtige Info habe ich gerade noch übersehen. Und zwar, der Brawl Talk beginnt um 19 Uhr. Das steht da oben rechts. Premiere in 32 Stunden. Also wichtige Info, morgen 2 Stunden später als sonst. Wir hatten sonst immer 17 Uhr, dieses Mal 19 Uhr der Brawl Talk. Ich werde hier versuchen, ihr seht, ich bin hier im Hotel bei der Gamescom. Ich habe ja morgen auch Zuschauertreffen. Übermorgen. Am Sonntag um 17.30 Uhr. Ja, deswegen, ich werde auf jeden Fall auch streamen, aber das wird schwierig werden. Ich probiere dann eine Stunde vorher zu streamen von hier aus. So, jetzt ist es mir aber wirklich gelungen, hier das Brawl Talk Thumbnail nochmal runterzuladen. Wir sehen es hier in groß, das neue Brawl Stars Logo sieht genial aus, finde ich persönlich. Man sieht so ein bisschen diesen Schwamm, hinten so Bikini Bottom haben sie sehr, sehr gut hinbekommen. Also, im Hintergrund sehen wir ansonsten auch so Bikini Bottom, würde ich sagen, aber das Interessante ist natürlich Danny. Nee, Spaß. Das Interessante ist natürlich in der Mitte SpongeBob. Das ist offensichtlich SpongeBob. Also es gibt wirklich einen SpongeBob-Skin. Wir schauen uns natürlich gleich mal an, in welche Richtung das dann gehen könnte. Das ist halt jetzt nämlich die große Frage. Das ist so Daumen hoch. Ich sag ehrlich, das sieht für mich eigentlich schon fast nach einem neuen Brawler aus, oder? Eigentlich.
Das, weil es könnte natürlich auch ein Skin sein. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt, ob das ein Skin ist oder ob das ein Brawler ist und welcher Brawler es sein könnte, wenn es ein Skin ist. Ich denke gerade an Rico, aber es passt nicht so ganz. Okay, was bedeutet das? Wir wissen, dass das Megaschwein-Event doppelt ist Ende August und dafür im September haben wir kein Megaschwein. Das heißt, wir kriegen irgendein krasses SpongeBob-Event, sehr wahrscheinlich. So, und hier wird es krass, das Konzept ist von Pookie. Er denkt eben, dass wir hier Krabbenburger-Drops bekommen könnten. Und das ist jetzt, da wir jetzt auch wissen, dass wir das SpongeBob-Update kriegen und wir auch wissen, dass wir SpongeBob-Power-Ups bekommen, ist das sehr wahrscheinlich, dass wir sowas in der Richtung bekommen könnten. Ich gehe hier gleich schon mal genauer drauf ein. Also ich denke, dass man diese SpongeBob-Power-Ups halt über die Krabbenburger-Drops dann bekommen würde. Also als Beispiel, das war die Idee von Pookie, aber ich finde, Krabbenburger-Drops wären sehr passend. Das ist eine super geile Idee, finde ich persönlich. Genau, und dazu natürlich ist die große Frage, kriegen wir, das habe ich erst geskippt, welche Skins kriegen wir? Ich denke, es wird dann auch wieder aus diesen Drops oder welche Belohnung auch immer wir kriegen, wird es auch, denke ich, wieder Skins geben, ne? Das war jetzt hier ein Skin-Konzept in dem Fall. Wir haben jetzt keinen Ash-Skin, sondern wahrscheinlich dann eher irgendeinen anderen Skin. Und die größte Frage ist halt wirklich, ob dann SpongeBob eben als Brawler kommen wird. Das Konzept hier ist wieder von Pookie, so würde das Ganze dann eben als Beispiel aussehen. Und das Krasse ist, ich habe es bisher eher für unwahrscheinlich gehalten, aber ich meine, hier im Brawl Talk, das könnte halt, ich weiß nicht, es könnte schon ein Brawler sein. Vielleicht auch einen, den man dann nur für kurze Zeit spielen kann. Das könnte ich mir zum Beispiel halt vorstellen. Und so denke ich, wird das Ganze dann funktionieren. Wir kriegen wieder eben, ja, irgendeine Art Monster-Eier, vielleicht Krabbenburger-Drops, wie gesagt. Die werden dann auch verschiedene Seltenheiten haben. Und daraus werden wir dann eben auch die SpongeBob-Power-Ups ziehen können. Zuletzt hatten wir Mutationen. Also ich denke, wir werden wieder neue Fähigkeiten für sehr viele Brawler bekommen. Das wird geil werden. Die werde ich dann hoffentlich auch schon vorher spielen können. Und die werden wahrscheinlich für kurze Zeit dann im Modus halt verfügbar sein. Also davon ist eigentlich sehr stark auszugehen. Es wird halt bestimmt nur ein Event sein. Ich denke nicht, dass wir dauerhaft SpongeBob-Power-Ups für alle Brawler kriegen. Das wäre ja komisch. Dazu natürlich auch ein Special-Modus. Davon ist auch wieder sehr stark auszugehen. Ne? Wir hatten ja auch bei den Megaboxen so witzige Modi oder eben auch hier diesen Riesen-Godzilla, den wir auch hatten. Und da wird man wahrscheinlich auch diese Drops oder Belohnungen eben sammeln können. Davon gehe ich aus. Okay, und ein Punkt, der darauf hindeutet, dass es eher ein Skin sein könnte, ist, dass wir zuletzt eigentlich immer Hypercharge-Skins hatten. Das stimmt natürlich. Wir hatten Godzilla Buzz, wir hatten zuletzt den Hypercharge-Rico-Skin auch. Und die wird man auch bei diesem Event wahrscheinlich irgendwie freischalten können, normalerweise auch kostenlos. Plus wahrscheinlich auch wieder einige Angebote kaufen können. Und ich frage mich immer noch, was könnte es für ein Brawler sein? Mir fallen Rico und Cold ein. Rein vom Aussehen her, vom Schatten. Damit, wie immer, vielen Dank für den krassen Support und gerne an Creator-Code JoJonas. Ganz rechts im Shop, wenn ihr mich kostenlos supporten wollt. Ansonsten lasst gerne ein Abo da für mehr Brawl Stars. Und ansonsten nicht vergessen, am Sonntag um 17.30 Uhr ist hier das Zuschauertreffen auf der Gamescom, falls ihr vielleicht vor Ort in Köln seid. Und haut rein, danke fürs Zuschauen und ich freue mich auf den Brawl Talk morgen. Ciao!